Ich meine, ich hoffe, Sie verstehen, dass Sie die Chance haben werden, von der Unvernunft anderer in großem Maße zu profitieren. Im folgenden Clip verrät Warren Buffett, wie du als Privatanleger vom aktuellen Kursabsturz profitierst. Viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, das Internet und der Hightech-Boom waren ein Auslöser für die Leute durchzudrehen. Und Menschen drehen gelegentlich durch an den Märkten. Sie können es bei der Südseeblase nachlesen. Sie können die Tulpenmanie studieren. Sie können zurückgehen und lesen, dass Menschen regelmäßig durchdrehen und Menschen mit hohem IQ genauso durchdrehen. Ich meine, es ist ein faszinierendes Phänomen, das man beobachten kann. In der Schule habe ich die Zeitungen der früheren Paniken und Booms gelesen. Es ist einfach so, dass die Menschen immer wieder die gleichen Fehler machen und dass sie einem enormen Herdentrieb unterliegen, der sie verrückt werden lässt. Und beim Verrücktwerden hilft es, eine Art Ausrede zu haben, die so klingt, als sei es diesmal anders. Eines der wichtigsten Dinge, die ein Privatanleger machen kann, und zwar die Crashs aus der Vergangenheit zu studieren. Nicht um dadurch den nächsten Crash vorhersagen zu können, sondern die Mechanismen und die Psychologie der Menschen zu verstehen. Und die Erkenntnis aus all den Crashs der Vergangenheit ist, dass sich die Natur des Menschen nicht verändert. Bei der Tulpenmanie in Holland in den 1630er Jahren wurden einzelne Tulpenzwiebeln nach heutigem Preis für 25.000 Euro versteigert. Bei der Südseeblase von 1720 wurde selbst der hochintelligente Physiker Isaac Newton nicht verschont. Aus lauter Gier verlor er fast sein komplettes Vermögen bei der Spekulation auf die South Sea Company. Er sagte damals: "Ich kann die Bewegung von Himmelskörpern berechnen, aber nicht die menschliche Dummheit." Das heißt, beim Studieren solcher Ereignisse lassen sich Muster erkennen, die sich auf die heutige Zeit anwenden lassen. Wie sagte die bekannte Börsianerin Beate Sander: "Meide die gefährlichen Vier, Euphorie, Angst, Panik und Gier." Das heißt, wir Menschen sind emotionale Wesen und das war in der Vergangenheit so und wird auch in der Zukunft so sein. Und nur weil etwas auf dem Papier rational aussieht, heißt das nicht, dass wir im Crashfall auch rational handeln. Und auch wenn es viele Leute nicht glauben wollen und sagen, dass sie nur mit ihrem Verstand Entscheidungen treffen, ein Professor von der Harvard Business School spricht davon, dass 95% unserer Kaufentscheidung über das Unterbewusstsein getroffen werden. Und der größte unterbewusste Impuls ist die Emotion. Das heißt, Emotionen sind die eigentliche Triebfeder für die menschliche Entscheidungsfindung. Wenn wir also von der Börse sprechen, sind Emotionen sowohl für Kauf- als auch Verkaufsentscheidungen verantwortlich. Aber die Wahrheit ist, wenn ich 10 Dollar in der Tasche habe, die ich als Dividende von einem Unternehmen erhalten habe, macht es keinen Unterschied, ob das Geld von einem Kaugummiproduzenten oder von einem Internetunternehmen stammt. Ich meine, das Geld wird genauso ausgegeben. Der Test für ein Unternehmen ist also nicht, ob es etwas Glamouröses, etwas Neues macht, sondern wie viel Geld es im Laufe der Zeit erwirtschaftet. Das ist der einzige Maßstab. Ich meine, beim Investieren geht es darum, Geld bereitzustellen, um später mehr Geld zu bekommen. Oder warum sollte man es sonst investieren? Und das Geld weiß nicht, woher es kommt. Aber das Geld, das mit einer Internetfirma verdient wird, ist nicht anders als das Geld, das mit einer Textilfirma oder einer Süßwarenfirma oder sonst etwas verdient wird. Das Internet, alles was neu ist, es war Uran in den 50er Jahren, Computerleasing in den späten 60er Jahren, es gab alle möglichen Dinge, bei denen steigende Preise mit etwas Glanzvollem verbunden wurden. Hier spricht Buffett über die Falle, in die viele Anleger tappen, nämlich eine Aktie zu kaufen, weil die Technologie dahinter die Welt in ihren Augen verändern wird. Und das sieht man beim Thema Wasserstoff, beim Thema E-Autos, beim Thema künstliche Intelligenz, bei der Blockchain-Technologie, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Aber langfristig wird ein Unternehmen danach bewertet werden, wie viel Cash es für seine Investoren produziert und nicht inwieweit es die Welt verändern wird. Und dazu gibt es zwei eindrückliche Beispiele. Erstens die Automobilindustrie. Für viele Menschen haben Autos die Welt im vergangenen Jahrhundert radikal verändert. Was man aber sagen kann ist, dass Automobilaktien seit Jahrzehnten den Investoren nie verlässliche Renditen beschert haben. Es gab im vergangenen Jahrhundert zu einem Zeitpunkt in den USA über 1900 Automobilhersteller. Heute gibt es bei den traditionellen Automobilherstellern nur noch die großen drei, das wäre Ford, General Motors und Chrysler. Und wie lange es die noch geben wird, das wissen wir einfach nicht. Das heißt, von 1900 auf 3 Stück, also die 3 richtigen zu setzen, war enorm schwer und selbst bei den 3 großen gab und gibt es ein ständiges Auf und Ab. Der zweite Bereich, der unsere Welt komplett verändert hat, ist die Luftfahrt. Dass jeder Mensch einfach in wenigen Stunden Ozeane überqueren kann, das konnte sich vor 120 Jahren noch kein Mensch vorstellen. Aber so kam es und trotzdem haben Airline-Aktien einen extrem schlechten Ruf, weil sie Anlegern kaum Gewinne bescheren, einfach aufgrund der enormen Kostenlast. Also sowohl das Auto als auch das Flugzeug haben unser modernes Leben extrem geprägt und trotzdem war für Anleger wenig Geld zu holen. Das heißt jetzt nicht, dass in Bereichen wie Blockchain-Technologie, künstliche Intelligenz oder E-Mobilität genau das gleiche passieren wird. Aber es wird zumindest einmal schwer sein, in den Zukunftsbereichen die Gewinner rauszupicken. Und ab einem gewissen Punkt werden die steigenden Preise
Preise selbst zum Grund für den Kauf. Die Leute mögen das in ihrer Vorstellung in andere Formulierungen kleiden, die intellektuell ein wenig seriöser sind, aber was sie wirklich tun, sie werden euphorisch und sie werden immer euphorisch werden. Ich meine, Gier und Angst sind die großen Dinge auf den Märkten und sie werden in ihrem Leben Gier und Angst an verschiedenen Punkten erleben, die alles übertreffen, was sie in der Vergangenheit gesehen haben. Die menschliche Spezies wird in dieser Hinsicht nicht klüger. Das ist eine positive Botschaft. Ich meine, ich hoffe, Sie verstehen, dass Sie die Chance haben werden, von der Unvernunft anderer in großem Maße zu profitieren. Und der Trick besteht darin, davon zu profitieren und nicht sich daran zu beteiligen. Das richtige Temperament ist für erfolgreiches Investieren viel wichtiger als intellektuelle Fähigkeiten. Wenn Sie einen vernünftigen Intellekt und das richtige Temperament haben, dann werden Sie sehr, sehr reich. Und wenn Sie das falsche Temperament dafür haben, wird es Sie irgendwann erwischen. Alles multipliziert mit 0 ist 0. Das hat man zum Beispiel 1998 bei Long Term Capital Management herausgefunden. Was da passiert ist, kommt sehr, sehr selten vor, aber es kommt vor. Wo war zum Beispiel das größte Erdbeben in der US-Geschichte? Es ereignete sich in New Madrid, Missouri. Niemand in New Madrid sitzt da und macht sich Gedanken über ein weiteres Beben mit der Stärke 8,4. Aber es war ein außergewöhnliches Ereignis. In einem Zeitraum von etwa 2 Monaten passierte das Unwahrscheinliche. Und auf den Finanzmärkten passiert das Unwahrscheinliche viel öfter, als man es durch statistische Analysen vermuten würde. Ja, hier kommt die erste von 2 Kernaussagen aus diesem Clip. Das Verhalten eines Anlegers ist viel wichtiger als sein Intellekt. Und hier können wir wieder die Geschichte vom Physiker Isaac Newton nehmen, der trotz seines geschätzten IQs von über 150 fast sein komplettes Geld bei einer Wette auf die South Sea Company verlor. Wie Morgan Housel im Bestsellerbuch Die Psychologie des Geldes sagt, finanzieller Erfolg ist keine harte Wissenschaft. Es ist ein Soft Skill, bei dem es wichtiger ist, wie man sich verhält, als was man weiß. Nehmen wir hier als Kontrast zum wohlhabenden Physiker Isaac Newton einen einfachen Hausmeister aus den USA, nämlich Ronald Reed. Er war sparsam, investierte mit Geduld und brachte es dadurch zu einem Vermögen von 8 Millionen Dollar. Und das schaffte er nicht durch ein hohes Einkommen, sondern durch sein Verhalten im Umgang mit Geld. Wenn dich die ganze Geschichte von Ronald Reed interessiert und welche Aktien er gehalten hatte, dazu habe ich bereits ein Video gedreht, das findest du oben in der Infokarte. Im Grunde muss man nur seinen Verstand bewahren. Wenn sie einfach immer auf ein Blatt Papier schreiben, wenn sie Aktien kaufen, warum sie das tun, egal ob das Unternehmen Kaugummi herstellt oder ein Internetunternehmen ist und es hat beispielsweise 100 Millionen Aktien im Umlauf und der Preis die Aktie ist 10 Dollar. 10 Dollar mal 100 Millionen macht einen Börsenwert von 1 Milliarde. Sie kaufen also bei einem Unternehmenswert von 1 Milliarde Dollar die Anzahl X Aktien, weil. Und dann listen sie ihre Gründe auf. Und wenn das mehr Leute machen würden, dann hätten wir keine Blasen an den Aktienmärkten. Aber sie werden es nicht tun. Sie werden trotzdem exakt die gleichen Emotionen haben, wie sie es seit Jahrhunderten immer schon gehabt haben. Wie ich gesagt habe, genau das ist der Grund für die unfassbaren Chancen am Aktienmarkt. Ich meine, das ist auch der Grund, warum viele Aktien in einem Einjahreszeitraum einen Hochpunkt haben, der doppelt so hoch ist wie der Tiefpunkt. Und das trotz der Tatsache, dass jeder weiß, dass sich der Unternehmenswert in einem Jahr nicht so heftig verändern kann. Außer natürlich in extremen Ausnahmefällen. Ja, hier haben wir die 2. Kernaussage von Buffett und zwar der Aktienmarkt ist nicht dazu da, um dich zu leiten, sprich dir zu sagen, wann du Aktien kaufen oder verkaufen solltest, sondern der Aktienmarkt ist dazu da, um dir zu dienen. Und Buffett bringt dir ein sehr gutes Beispiel. Innerhalb eines Jahres gibt es bei Aktien häufig Kursunterschiede von 100%, das heißt der Hochpunkt ist doppelt so hoch wie der Tiefpunkt. Das konnten wir beispielsweise bei der Tesla-Aktie im letzten Jahr sehen. Dort gab es einen Sprung von 120% zwischen Mai und November 2021. Und das passierte eben nicht, weil sich am Unternehmen in dieser Zeit so viel geändert hat, sondern weil es die Natur des Aktienmarkts ist. Buffett spricht in diesem Zusammenhang auch häufig von Mr. Market, der manchmal betrunken und depressiv ist und im nächsten Moment sich wieder komplett euphorisch verhält. Und genau diese Natur des Aktienmarkts sollte ein Privatanleger für sich und nicht gegen sich nutzen. Und das geht natürlich nur, wenn er selbst für sich einen Kompass hat, wann er Aktien für kaufenswert hält und wann nicht. Und hier wird es wieder spannend, denn hier geht es dann darum, ob man selbst eine Aktie oder besser gesagt das Unternehmen dahinter bewerten kann und sich dazu in der Lage fühlt. Hilfreiche Tipps dazu, wie du unterbewertete Aktien finden kannst, habe ich bereits in einem Video gegeben. Das findest du oben in der Infokarte. Ich persönlich nutze genau für dieses Vorhaben, Aktien zu bewerten, ausschließlich die beiden Tools Seeking Alpha und SimplyWall.st.
Über Seeking Alpha hole ich mir die neuesten Aktienanalysen zu den Aktien aus meiner Watchlist und über Simply Wall Street schaue ich mir die fundamentalen Zahlen an und bekomme eine Berechnung des fairen Werts der Aktie. Wenn du dich für die beiden Tools interessierst, unten in der Videobeschreibung findest du meine Videos zu beiden Tools und falls du Seeking Alpha schon kennst, aktuell bekommst du über meinen Link in der Videobeschreibung 58% Rabatt auf das Jahresabo und seit kurzer Zeit gibt es für die Zuschauer dieses Kanals auch einen 40% Bonus für die Plattform Simply Wall Street. Also die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du weitere Fragen zum Video hast, schreib's gerne unten in die Kommentare. Ciao!